Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Nienkeck, kleine Jungs träumen ja oft davon, vom ersten Berufsbild her Feuerwehrmann oder Busfahrer zu werden. War das bei Ihnen denn ähnlich? Das war bei mir natürlich ähnlich. Ich habe auch viele Träume gehabt als Kind. Als es dann ernst wurde, habe ich mich eigentlich für das Lehramt entschieden. Ich hätte gerne Lehramt studiert und wäre Lehrer geworden für Deutsch, Biologie und Chemie. Das wäre mein Traum gewesen. Dazu ist es nicht gekommen. Als es dann Realität wurde, habe ich mich entschieden, in ein Verkehrsunternehmen zu gehen. Habe dort meine Ausbildung gemacht und bin ja bis heute in einem Verkehrsunternehmen geblieben. Also denke ich, war es schon die richtige Entscheidung. Ich habe gelesen, Sie haben sich berufsbegleitend weitergebildet oder studiert. Ist das gerade Ihre Erfolgsmaxime? Wer mehr tut, kommt auch weiter im Leben? Sicher, ja. Ich habe damals die Möglichkeit bekommen, berufsbegleitend einen Studiengang in Anspruch zu nehmen, um eine bestimmte Position im Unternehmen zu besetzen. Die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt. Schaden, denke ich, kann es nie, wenn man sich bildet. Wir leben in einem Land, in dem wir Bildung genießen können. Und ich denke, jeder, der die Chance hat, sollte das auch tun. Wo wir gerade beim Thema Weiterkommen sind, gibt es denn unter Ihrer Führung, sage ich mal, neue Technologien oder gar eine neue Rebusflotte? Also wir schauen natürlich im Rahmen der Energiewende auch in die Zukunft. Wir sehen und beobachten den Markt, wie er sich entwickelt mit möglichen E-Bus-Flotten, wenn Sie das konkret meinen. Ja, wir schauen, wir suchen Partner, mit denen wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Wir brauchen Energieversorger an unserer Seite. Wir brauchen aber auch Fahrzeuglieferanten, die unsere Wege mitgehen können. Da sind wir gerade in Gesprächen, bauen für uns Systeme auf, prüfen, was ist möglich, schauen aber natürlich auch bestehende Systeme, die wir derzeit in unserem Unternehmen haben, weiterzuentwickeln. Zum einen die digitalen Fahrgastinformationsanzeigen, die wir an verschiedenen Haltestellen auch schon in der Ballerstadt Güstrow aufgestellt haben, die den Fahrgästen ganz einfachen Zugang zu unseren Verkehrsmitteln gewähren, indem sie sehr schnell die Zeiten, die Fahrplanzeiten ablesen können, ohne lange auf Papierfahrpläne schauen zu müssen. Wir sind gemeinsam im Verkehrsverbund Warnow mit der Entwicklung eines E-Ticketings beauftragt und setzen es mittlerweile auch schon durch. Das heißt, der Kunde hat die Wahl, er kann seinen Fahrschein auch bereits bei uns über Smartphone lösen. Und natürlich werden wir in diese Technologien weiterschauen und uns zukunftssicher aufstellen. Letzten Sommer wurde ja das Krass-Ticket eingeführt. Meine Tochter fährt auch mit so einem Ticket hier durch die Lande. Gibt es da schon eine erste Bilanz? Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt das 2000. Ticket verkauft. Da sind wir ganz stolz drauf. Wir haben das Ticket ja im August vergangenen Jahres eingeführt. Wir freuen uns, dass die Schüler das so auch wahrgenommen haben, dass sie unsere Leistung damit nutzen. Wir schaffen, denke ich, gemeinsam mit dem Landkreis Rostock hier eine Möglichkeit der Mobilität im gesamten Landkreis. Das heißt, innerhalb des gesamten Verkehrsverbundes kann dieses Ticket genutzt werden von allen Schülern, die im Landkreis ihren Wohnsitz haben. Und ich denke, zum Preis von 19,60 Euro ist das ein wirklich tolles Angebot. In einem Zeitungsinterview mit Ihnen war gerade zu lesen, dass Sie Hochachtung vor dem Ehrenamt haben. Wie wichtig ist Ihnen denn gerade dieses soziale Engagement? Also ich finde das Ehrenamt sehr wichtig. Ich finde es auch sehr schön, wie viele Menschen sich engagieren. Der Bürgermeister hat es auch gerade geehrt beim Neujahrsempfang der Ballerstadt Güstrow. Da wurden auch nochmal die vielen Facetten des Ehrenamtes gezeigt. Und ich denke, es kommt in unserer Gesellschaft leider meistens zu kurz. Die viele Freizeit, die die Ehrenamtler dort investieren, um anderen das Leben angenehmer zu machen, schöner zu machen, vielleicht ältere Menschen zu unterstützen. Man sieht es jetzt in der Pflege ganz besonders. Man sieht es aber natürlich auch im Bereich der sozial schwächeren Familien, was den Kindern dort alternativ geboten werden kann. Das wäre, denke ich, alles ohne das Ehrenamt gar nicht möglich. Und deswegen habe ich da wirklich sehr großen Respekt vor. Ja, da danke ich Ihnen für diese Eindrücke in Ihren neuen Berufsstand als Geschäftsführer bei Rebus. Und ich war zwar etwas underdressed, aber habe zumindest eine, ich sag mal, busfahrerähnliche Strickjacke angehabt. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.